Hey und herzlich willkommen. sag es. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Master of Orion 2. Sehr gut. Ich habe es gelernt. Ja. Ja, wir haben uns in der Zwischenzeit schon mal vertraut gemacht mit der Benutzeroberfläche dieses Spiels. Jakob soll sehen, dass ich ein höriger Schüler bin und tatsächlich schon einiges verstanden habe. Deswegen zeige ich euch jetzt, was ich gelernt habe. Ursa, das ist unser Sternsystem, in dem wir ja begonnen haben. Ja, was du Remastered nennen wolltest, und was dann aber ich nicht auf, so ganz geklappt hat. Habe ich irgendwie auf Cancel gedrückt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Nee, ich auch nicht so richtig. Und wir können es ja uns in der Hektik des Folgenendes. Genau. Und in diesem Sternsystem sind wir selber auf Ursa 1 beheimatet. Da sehen wir auch nochmal meine Rasse, die Burati. Das ist ein Gasriese, das ist ein zweiter Planet. Und den zweiten Planeten, wenn ich das richtig verstanden habe, den könnte ich auch nochmal bevölkern. Den könntest du bevölkern, da ist, weil unfruchtbar, keine Landwirtschaft möglich, aber im Prinzip könntest du ihn bevölkern. Wunderbar. Ja, und das hier ist meine Planetenoberfläche. Man sieht hier, ich habe verschiedene Bevölkerungsanteile, beziehungsweise kann ich die Bewohner, die bei mir bereits am Leben sind oder existieren, in verschiedene Arbeitsgebiete einteilen. Das hier oben werden sind die Bauern. Wie gewohnt von Civilization oder anderen Spielen, werden das halt mit der Zeit eben auch mehr. Genau. Super. Die Bauern hier oben sind dafür zuständig, mir Nahrung zu verschaffen. Diese Arbeiter, was machen die eigentlich? Die arbeiten. Also, wenn du irgendwas baust, dann wird das schneller gehen. Genau. Und die, beziehungsweise dann geht das überhaupt, wenn du gar keine Arbeiter hast, dann geht da gar nichts voran. Dann könntest du genauso gut den Berliner Flughafen bauen. Und ja. Die Forscher hier unten, die geben mir diese Reagenzgläser, das sind dann die Forschungspunkte, die ich dann zum Forschen einsetzen kann. Oder zu Englisch auch Research Points. Wahnsinn. Ja. So, wenn ich jetzt müssen wir auf die Sprünge helfen, wo komme ich jetzt nochmal? Ach, auf Change, ne? Ja. Genau, das also ist der Produktionsbildschirm, ja. Genau, hier kann ich mir aussuchen, was ich mache. Ich habe jetzt erstmal angefangen, Wohnungen zu bauen, denn Jakob hat mir erklärt, je mehr Wohnungen ich hier baue, desto mehr wird geschnackselt und desto mehr Bewohner habe ich auch. Ja klar, überall, wo Freiraum ist, ne, ja. Leerstand kann man nicht einfach leer stehen lassen. Nee, da müssen Kinder reingesetzt werden und die Eltern gehen dann wieder nach Hause. Ständer gegen Leerstand. Okay. Sehr gut, ich klopfe mir gerade auf die Schulter. Ich bin auch sehr stolz, ja. Genau, das hier ist das Forschungsmenü. Da kann ich mir also aussuchen, in welche Richtung ich meine Gesellschaft entwickeln möchte. Und ich habe mich jetzt schon dazu entschlossen, hydroponische Farmen als Forschungsrichtung in der Astrobiologie zu wählen. Das sorgt dann dafür, dass ich hinterher auf meinem Planeten ein Gebäude errichten kann, das von sich aus Nahrung erzeugt, ohne dass ich extra Bevölkerungsanteile als Bauern abstellen muss. Ganz genau. Das heißt, dann kannst du meinetwegen einen Teil der Bevölkerung dann eben abstellen, um was anderes zu tun, was ziemlich logisch ist. Klingt sehr effektiv. Und übrigens auch, wenn du eine Kolonie auf dem unfruchtbaren Planeten dort errichtest, dann kannst du auch da eine hydroponische Farm bauen und dann hast du auch eben dort ein bisschen Futterproduktion. So könnten wir Menschen also auch auf dem Mars leben, ohne uns selber in die Kartoffelfelder zu kacken. So. Moment, ich habe jetzt Marsianer nicht gesehen, aber macht er das mit Kartoffelfeldern? Ja, er hat ja keine Wahl, er muss ja ein Düngemittel nutzen. Ach so. Ja. Ja. Übrigens, nach dem Motto March, ich bin auch nur ein einzelner Mensch. Ich kann jedem nur sehr empfehlen, auch das Buch zu lesen. Das Buch ist sehr gut. Okay, ich nehme dich beim Wort. Ja, jetzt schicke ich... Was machst du denn da jetzt gerade, Jan? Danke der Nachfrage, Jakob. Ich schicke meine beiden Späherschiffe, das sind die kleinen Würste hier, in zwei benachbarte Sternsysteme. Weiter geht's nicht, deswegen sehen wir hier, zwei Sprünge gehen nicht, roter Strahl, ein Sprung geht, grüner Strahl. Habe ich das richtig verstanden? Nö, da kommt's auf die Entfernung an, nicht auf... Ach so. Ja, ja. Ach stimmt, ja, das geht auch nicht. Ach, da steht sogar... Parsec. Anders als bei Star Wars ist nämlich Parsec hier tatsächlich auch eine Raumeinheit und keine Zeiteinheit. Wahnsinn. Ja. Und das Kolonieschiff, das lasse ich jetzt nochmal hier. Warum? Ich könnte es natürlich auch losschicken. Ich könnte damit ja eigentlich auch spähen. Aber ich laufe ja auch, also erstens Gefahr, dass ich es vielleicht in irgendeine Gegend schicke, wo ich es einfach nicht gebrauchen kann. Mhm. Und es kann ja, wenn ich es richtig verstehe, sein, da wir ja jetzt hier sieben andere Spiele haben, dass ich es vielleicht in ein Gebiet schicke, wo ein Volk lebt, das vielleicht gar keinen Bock hat, dass ich da komme. Ja, vollkommen richtig. Gut, dann, aber weißt du abgesehen was? Abgesehen davon, diese Schiffe hat Jan übrigens noch nicht selber gebaut, sondern die stehen einem von Anfang an zur Verfügung. Ah, weißt du was? Ich mach das jetzt mal. Ich schicke das jetzt hier hin. Mm. Lass es mich einfach mal machen. Ah. Der Punkt ist, ja. Man muss in Strategiespielen seiner Zeit auch mal voraus sein.
Und ich erforsche jetzt drei. Du weißt drei. Aber schon, wenn das Kolonieschiff direkt kaputt geht, dass Let's Play dann unnötig verlangsamt wird. Ja, dann überspringen wir halt ein paar Folgen. Oh, okay, ja. Meine ja, Güte. Ja, alles also, klar. Wie hoch ist denn, ich frag's mal so, habe ich selber Möglichkeiten, wenn jetzt einer zu mir käme, den zu zerstören? Im Prinzip findet das erstmal nicht so statt. Wir sind alle auf einem technischen Level. Also können die mich doch gar nicht angreifen? Nein, eigentlich nicht, aber es gibt auch sowas wie Weltraummonster, die an Sternensystemen warten. Ah, oh. Ja. Aber komm, ich gehe das Risiko ein. Ah, okay. Vielleicht ist das auch erstmal der richtige Moment, um das Spiel zu speichern. Oben rote Sterne sind einfach nur unerforscht, ne? Okay, also ja, das mache ich. Nö, ja. nicht rote, also alle Sterne sind ja unerforscht, außer Ursa, ne? Ja. Oben bei Game, genau. Das schneiden wir hinterher raus. Vor allem, weil ich gerade rülpse. Das lassen wir knallhart drin. Fick X001. So. So, dann drücken wir jetzt auf Turn und werden ja erleben, was hier passiert. Wie lange braucht er zum Reisen? Zwei Runden? Achso, klick nochmal auf die Schiffe. Da hast du drei. Drei. Wenn du jetzt nochmal auf die Schiffe da klickst, dann kommst du zum nächsten in zwei und in zwei Spiel zu. Was heißt denn voraussichtlich? Kann auf dem Weg dahin auch was passieren? Eigentlich nicht. Also ist das nur so eine Art Rollenspielfaktor? Nee, also später im Spiel gibt es Faktoren, die dich da ausbremsen können, aber für den Moment sind es. Ist es Weltraumschrott? Nein. Sind es wir Menschen, die das All als Hinterhof unserer Erde nur betrachten und die Satelliten. Nein, das ist tatsächlich ausnahmsweise nicht. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Ökoplosiv. Ja, genau. Wenn du einmal Turn drückst, dann ist. Oh, dann sind sie alle schon ein bisschen weitergesprungen. Was wir auch machen können, ist mal eben bei Game klicken. Estimated Game. Time of Arrival. Ja, genau. Für die Nicht-Sci-Fi-Kenner. Ja, und für die Nicht-Spanier unter euch. Game bitte einmal klicken oben. Settings. Und da können wir sagen, da warten bei Spielzugende, da kannst du das oben abchecken. Weil dann springt er direkt hin bis zum nächsten Mal, bis was passiert. Aha. Ja. Gut, wir können im Moment eigentlich nichts großartig machen. Ich überlege gerade, hier sind die einfach nur fleißig am Poppen. Genau. Passiert das automatisch? Das passiert durch den Wohnungsbau noch ein bisschen schneller, aber sonst passiert das eben auch automatisch. Genau, also wir haben jetzt ja im Prinzip, da wir ja schon einen Zug gemacht haben, haben wir jetzt ja schon einen Wohnungsbau bewältigt. Ist die Frage, ob dadurch die Bevölkerung jetzt schon genau, gewachsen ist. Genau, das ist mein, aber es sieht so aus, als hätte ich immer noch. Sieht so aus, ja. Also die poppen hier dann einfach nur auf. Die poppen auf und da hängt schon wieder der Sound, was soll's. Wir können damit leben. Ja, ich denke auch. Dann machen wir hinterher unsere Stimmen umso lauter. Und wir drücken auf Turn. So, da hast du doch direkt einen Planeten oder ein System erforscht. Nämlich was heißt das hier, Kampf? Du siehst bei Bier? Bier. Frag mich nicht, warum das so heißt. Ich habe Bier entdeckt. Was ist das denn? Also, ich fürchte, diese Datenbank, die ist nicht eingedeutscht worden. Deswegen, unten links, in diesem Fenster, unten links siehst du da diesen Aal. Das heißt, das ist ein Weltraummonster, was dieses System bewacht. Und wo du nur siedeln kannst, wenn du diesen Aal vorher besiegst. Was du mit diesem Schiff nicht können wirst. Und deswegen, genau. Dieses System haben wir entdeckt mit dem Kolonieschiff. Yes, und da ist alles friedlich. Da können wir mal gerade gucken, was es da so gibt. Einen mittelgroßen Tundra-Planeten. In Tundra kann man so ein kleines bisschen Futter anwachsen. Ultraarm. Ultraarm bedeutet, das ist die niedrigste Mineralienstufe. Da wirst du schätzungsweise niemals eine Kolonie errichten wollen. Der asoziale Hartz-5-Modus. Sowas, ja. Es geht um Mineralienreichtum, nicht um sozialen oder monetären Reichtum. Ja, ich müsste kurz korrigieren. Mit asozial habe ich mich darauf bezogen, dass sie asozial niedrige Beträge erhalten. Ach so ist das. Ja. Ja. Wirtschaftlich schwach. Das heißt, und wir sehen es, ist ja ein Tundra-Planet, da ist auch die soziale Kälte dann schon vorhanden, ja. Was denn los? Oh, ich freue mich auf dieses Spiel mit dir. Ja, geil. Das heißt, kann ich jetzt hier schon siedeln irgendwie? Da du das mit dem Kolonieschiff tatsächlich entdeckt hast, könntest du sogar auf dem Planeten schon eine Kolonie errichten. Ist das mal well played gewesen? Ja, Glück. Du kannst auch noch abwarten, bis das letzte Schiff angekommen ist, aber ich mache jetzt aber schon mal Kolonie hier errichten.
Wenn du willst, das nächste Kolonieschiff dauert halt 150 Züge zum Bauen, ne? Insofern, vielleicht aber wartest du doch nochmal ab, bis ich einen geilen Planeten finde? Okay, alles klar. Also ist der Wasen 1 nicht super geil, weil da Tundra ist? Ja, da hast du eben schon Einbußen, was jetzt eben Ackerbau betrifft. Aber wenn ich diese Farm baue, die ja in 11 Spielzügen fertig ist, ist das nicht irrelevant? Die ist auf deinem Heimatplaneten in 11 Zügen fertig, weil da die Bevölkerung schon ein bisschen größer ist. Hier müsste ich, okay, ja gut, also dann spare ich mir das und, okay. Mhm. Kannst jetzt erstmal close. Achso, ja, oh. Da wo dieser Aal ist, da gibt es auch noch ein Goldvorkommen. Das heißt, das System können wir uns jetzt auch erstmal genauer angucken. Ja, klick mal gerade. Genau. Das gute alte Biersystem. Da haben wir wieder einen Gasriesen, wir haben zwei unfruchtbare Planeten und einen toxischen Planeten. Das heißt, die sind alle nicht so geil zum Wohnen. Aber es gibt eben Goldvorkommen auf dem einen. Wir haben übrigens Glück, dass das ein Weltraummonster ist, was uns nicht direkt angegriffen hat, sondern nur ein Aal, der von sich aus nicht angreift. Ja, du sagst Glück, ich sage astrologische Voraussicht. Astrologisch, ja, wir sind ja auch in den Sternen. Ich habe die Sterne gelesen. Genau. Und habe im Trelawney-Style erkannt, das ist sicher. Wie dem auch sei, ich glaube, dieses System ist jetzt nicht so das Allergeilste. Deswegen, du kannst das Schiff jetzt auch noch wieder woanders hinschicken, zum Beispiel da zu dem gelben Stern. Da, genau, da geht die. Also ich finde ja, das hier, der hier und der hier, da ist der hier doch näher dran. Nee, es geht um die Nähe zur nächsten Kolonie. Ah. Und frag mich nicht warum, wahrscheinlich weil sie immer noch nach Hause kommen müssen. Ja gut, das klingt realistisch. Ja. Dann verabschiede ich mich vom Bier. Es tut mir leid. Ja. Und auf geht's zu neuen Wein. Ja. Und ja. Dann können wir wieder einen Turn machen, oder? Ja, ich würde auch sagen. Ach, warte mal. Mein Kolonieschiff, macht es vielleicht Sinn, das zurückzuschicken? Oder sollte ich nochmal das Risiko eingehen? Ach, ich kann gar das nicht. Das kannst du nicht. Ich glaube, alles andere ist jetzt zu weit entfernt. Aber muss ich dann nicht hier irgendwo eine Kolonie errichten sowieso? Prinzipiell schon, du kannst aber eben auch bessere Treibstofftanks entwickeln und dann kommst du weiter. Ah. Was du aber eben auch machen kannst, ist zum Beispiel Außenposten errichten. Ja. Du hast auch auf dem Produktionsbildschirm jetzt schon ein Außenpostenschiff, was du bauen kannst. Mhm. Und das ist keine echte Kolonie, aber du kannst von da aus dann eben weiterfliegen. Dann bleibe ich jetzt, oder ich fliege jetzt mit dem Schiff sicherheitshalber vielleicht erstmal zurück. Ja. Wenn das hier gut ist, kann ich ja dahin fliegen und wenn das gut ist, fliege ich wieder da. Wobei, ich bleibe erstmal hier. Es kann ja sein, dass das hier alles Müll ist. Okay. Und dann würde ich hier gucken, ob ich einen Außenposten und sowas vielleicht schon errichte. Wie lange wird es denn dauern, diese blöde Dinger zu erforschen, diese Antriebe? Das ist Deuterium-Treibstoffzellen, das ist das nächste bei Chemistry. Das dauert ja ewig. Ein bisschen länger. Ja, dann musst du halt gucken, dass deine Bevölkerung poppt. Okay. So, dann mache ich erstmal Turn und gucke mir an, was auf dem dritten Stern gleich passiert. Ja. Oh nein. Tira. Ist das hier Darlok? Das ist ein Feind. Ah, aber der wird mich nicht angreifen. Nö. Das ist ein Kolonieschiff, das kann nicht angreifen. Ja, ne? Zwei Fregatten, ein Kolonieschiff, das ist genau dieselbe. Oh. Du hast sie angegriffen. Du darfst nicht auf die Schiffe klicken. Ja. Okay, anhand dessen erkläre ich dir jetzt die taktische Karte. Das hier ist dein kleines Schiff, wenn du nach rechts rüber. Du willst auch so, ne? Den neuen Praktikanten im US-Atomwaffenarsenal erstmal hinsetzen und dann drückt der roten Knopf und dann sagst du, oh, das hättest du jetzt nicht machen dürfen. Jetzt sind wir im Weltkrieg. Fühlst du dich von mir im Stich gelassen oder was? Nee, ich werde den Kampf ja. Kann ich fliehen? Du kannst fliehen, aber du kannst dir das dann jetzt auch erstmal angucken, beziehungsweise unten bei Options vielleicht erstmal klicken und sagen, Show legal moves, genau, das ist das Wichtige. Da siehst du eben, you're lawyered. Da siehst du eben deine Reichweite. Wenn du jetzt nochmal auf Options klickst, dann geht das wieder raus. Oh, was ist Self-Destruct? Kann ich dadurch den Feind mitnehmen, wenn er nahe bei mir ist? Ja, schon, allerdings nur mit größeren Schiffen, die auch einen ordentlichen Warp-Antrieb haben und so. Und, ja. Hat der Feind mitbekommen, dass ich ihn angeklickt habe? Ich fürchte schon. Sind jetzt unsere diplomatischen Beziehungen für immer ruiniert, weil der Erstkontakt durch ein Versehen von einem Schiffspraktikanten, den wir sofort rausgeworfen haben, also ist das aus der Luke geschmissen. Aus der Luke geschmissen, ohne Sarg und ihn auch nicht wiederholen werden in einem späteren Teil, ist das ein Problem für immer. Das ist unser Cliffhanger für die nächste Episode. Ja, danke fürs Zusehen. Ja. Macht's gut.
eure Jan und Jakob. Ciao.